So, moin, willkommen zurück zu, ja, läuft, willkommen zurück zu Avatar. Ich habe ja nun aufgehört, darum habe ich auch immer noch dieselbe Klamotte an, weil ich habe heute Morgen gespielt und ja, ich habe vor, es ist ja mal gerade erst noch nicht mal halb 8 Uhr abends, also 19:20 Uhr. Ich habe vor, Avatar heute durchzuzocken. Ja, werde aber, wenn ich die verborgene Schwäche, wenn ich die geschafft habe, werde ich das wieder beenden und fange dann danach gleich wieder ein neues Video an. Also, ne, dass dann jetzt noch zwei Videos kommen. Wie lange diese Mission jetzt gehen, keine Ahnung. Also, ich werde die jetzt komplett durchzocken. Ich gehe mal davon aus, dass die letzte Mission voll das Burner-Ding wird. Es könnte sein, dass dann die letzte Mission 4 Stunden geht. Habt ihr ein 4-Stunden-Video? Ist das so? Ja, das läuft. Gut, gehen wir rein. Die verborgene Schwäche. Moin erstmal. Willkommen zurück zu Avatar und zu meinem Kanal City of Zock. Oben ja hingeschrieben. Abo und Glocke bitte nicht vergessen für meinen Kanal. Das wäre cool. Abo, Glocke. Ja, Däumchen könnt ihr auch da lassen. Also einmal den Daumen drücken. Und ja, dann würde ich sagen, springen wir rein in die Mission. Ja, es lädt auch richtig, also ich muss Konsole nicht neu starten. Soundmäßig, siehst du ja gar nicht geguckt, ja, soundmäßig stimmt auch. So, jetzt könnt ihr meine ekelhafte Fresse noch besser sehen. Ja, gucken wir mal. Mal sehen, was mich jetzt erwartet. Die verborgene Schwäche. Ja, wie ihr sehen könnt, die verborgene Schwäche, da muss ich jetzt schon mein Gesamtlevel auf 17 haben. Ich habe aber im letzten Skillpunkte verdient 23. Werde ich hier noch nicht einsetzen, das werde ich in der letzten Mission, werde ich die alle verballern. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also das wird dann ein richtig ekelhaftes Video werden. Also, ne? Wisst ihr Bescheid? Ja, gucken wir mal rein. Ich habe da ja was Legendäres gekriegt in der einen Truhe. Müssen wir mal eben gucken. Wo ist das denn? Da. Und zwar haben wir jetzt 144. Und das Ganze bringt mich jetzt auf 150. Bringt mich jetzt auch nicht gerade viel weiter voran. Ich denke mal, wären da jetzt 200 Gesundheit gewesen. Ich denke mal, dann wäre der Sprung zu Level 17 ein bisschen besser. Aber ja, na gut. So, schauen wir mal. Gorillaschiene. Nehmen wir das mal. Ich sollte Level 17 haben. Normalerweise. Ja. Mods kann ich hier irgendwas machen? Die sind alle schlechter, ne? Ja. Gut. Das Einzige, was ich noch nicht auf ausgezeichnet habe, sind diese beiden Sachen hier. Und einmal diese Waffe und diese Waffe. Den Bogen hier und den. Moment. Ein Bogen habe ich auf ausgezeichnet gekriegt. Den habe ich in den einem Lager gefunden von den Asaris. Asari sag ich schon. Ja, Asari. Ach, keine Ahnung. Ey, komme ich gerade ein bisschen ändern. Ich bin auch ein bisschen müde, weil ich nicht gerade die Nacht nicht viel geschlafen. Der Tag war lang und ja, von daher gucken. Gut. Ja. Reise zum Versteck des Widerstands ist meine erste Aufgabe. So, dann gucken wir mal. Da muss ich hin. Versteck des Widerstands. Ja, komm, dann gehen wir da mal hin. Ist ja per Ideal, kann ich ja Schnellreise machen. Boah. Ja, vielleicht kann ich mir da auch schon das ein oder andere schon wieder gönnen, sag ich mal, zum Upgraden. Ah, sieh an, wer da ist.
ey, das sieht ja geil aus, wie sie leuchtet. Alles klar, Keule oder was? So, Nein, aber denk doch mal nach, komm schon. Es wäre so cool, einen Avatar zu haben. Einfach ohne Maske rumzurennen. Ja, das scheint wohl jetzt ein Bug zu sein. Während man die größte Keine Ahnung. Normalerweise sollte ich in den Kisten immer was Schönes kriegen, aber... Ja, das ist denn wohl doch nicht so. Man kann nicht alles haben. Ganz ehrlich, ich würde reinspringen und den Deckel zuschweifen lassen. Herstellungstisch. Es war wunderschön, Solek. Ich habe mich gerade gegen einen Baum gelehnt. Priya, ich habe dich gewarnt. Nimm das Ding aus meinem Gesicht, sonst... Es leuchtet immer noch. Oh, warte, Moment. Ach so, das ist dieses Ding, ja. Beutel für Ausrüstung ist voll. Ach nein. Ja, toll. das ist ja jetzt auch ganz lustig gemacht. Wow, das ist nämlich was Ausgezeichnetes. Gorillaschiene. Okay. Ja, das habe ich ja aber schon. Oh, jetzt habe ich das. Aber das ist 17 plus 17% Energie. Aber das hier ist plus 17 RDR-Schaden. Das ist natürlich auch schon mal richtig gut. So, ja, gut, dann ist das so. Dann muss ich ja hier Sachen wegmachen, meine, verschenken, wie auch immer. Ehrlich gesagt wusste ich erst gar nicht, dass sie ein Avatar ist. Da muss ich hin. Okay. Ja, ich muss dahin, ich weiß. Boah, ey, geil, was ist das denn, ey? Cool. Heftig. Ups, ja, herzlichen Glückwunsch.
Okay. Futter. Ja, dann muss ich mich ja versuchen. Oder ich muss ja jetzt dann versuchen, mich zu leveln. Du bist zurück? Die Gedenkstätte ist fertig. Naja, einigermaßen, würde ich sagen. Oh, wow. Das muss ich sehen. Komm, es findet gerade eine kleine Gedenkfeier statt. Magst du vielleicht ein paar Worte sagen? Hier, sieh dich gerne um. Cool. Das ist alles. Das ist gut. Oh. Fast. Ja, das ist natürlich der Knaller, ne? 250 Schaden. Aber da wollen sie 80 haben. Da müsste ich jetzt nochmal 40 Teile finden. Ist natürlich ein bisschen Sülz. Sturmgewehr? Ja, cool. Oh, hier ist große Randale am Start, ne? Da sucht jemand seinen Plünn. Komm. Das machen wir jetzt einmal. Pass gut auf dich auf. Na, aber natürlich. Ich glaube, Solek ist sauer auf mich. So schaut er doch immer. Nein, im Ernst, ich habe seinen Pandora stirbt in ihren Händen. Sie nehmen das Land. Ja, da muss ich zwar hin. Die Menschen vergessen, wir sind unbesiegt. Was darf es heute sein? Ja, eine ganze Menge, Meister. Ich habe nur noch 9. Ja, geil. Oh. Gut, da er ja nun auch Teile haben will. Das ist ja, das ist ja. Boah. Das wäre jetzt schon fast auf 18. Oh, shit, ey. Joa, sagt sie. Ja, das wäre natürlich ideal, ne? Aber wo ist denn der andere? Der hier, die Bögen waren ein Symbol. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, ich stecke in einem Kartoffelsack. Diese RDA-Lumpen haben null Geld. Ich wette, Raj könnte dir was zusammenbasteln. Aber ich weiß nicht mal, was ich gerne hätte. Nur halt nicht das hier. Ich kann nicht. Sag du bitte was. Ich hab das noch nie gemacht. Was für ein schöner Ort, Jin. Ein Ort, an dem wir unserer Freunde und Liebsten gedenken können. Wenn sie doch nur hier wären. Ewa sei Dank. So vergessen wir nie, welche Opfer sie erbrachten. Was sie für uns taten. Behalten sie in Erinnerung.
Danke. Hajir, ich gebe mein Bestes. Allein. Das war schön. Hast du es gehört, Danny? Jetzt mal eben so aus Versehen noch mal eben eine Nebenmission gemacht. Ja, wo ist denn... Hä? Ach, die Nebenmission ist ja noch gar nicht zu Ende, oder was? Ich hoffe, dass die Gedenkstätte den Leuten Trost spendet. Bestimmt. Wir haben doch alle Wunden davongetragen. Körperlich und auch seelisch. Ja, Mensch, cool. Jetzt habe ich... Wer hat der RDA eigentlich erlaubt, das hier alles zu veranstalten? Ich. Moment. Ich sollte eigentlich wissen, wie die RDA funktioniert. Aber das geht über meinen Verstand. Wo war er denn jetzt? Teile anscheinend cool zu. Oder hat sie noch was für 17, was mich nochmal weiter... Moment, jetzt muss ich erstmal... Ja, jetzt bin ich hier, ne? So. Schrotflinte. Jetzt bin ich fast auf 17. Okay, mal sehen. Was kann ich von ihr noch was kaufen? Hier, sieh dich gerne um. Ja, dann Logo. Nee, bei ihr geht nichts. Pass gut auf dich auf. Ja, Ja, geil. Das ist jetzt... Warte mal, was konnte ich mir für 19 bei dem einen Macker hier holen? Wo ist er denn jetzt? Was darf es heute sein? Ja, das. Nee, hatte er auch nicht irgendwas für 19? Aber jetzt wären wir zumindest auf 17. Ja. Das würde mich natürlich richtig nach vorne powern. dann wäre ich 17. Dann wäre ich definitiv auf 17. Ja, egal. Komm her. Lass uns mal eben. Lass dich nicht zerstückeln. Natürlich nicht. Glaubst du, Jin ist okay? Mit allem, was er durchgemacht hat? Ungefähr so weit okay wie möglich. Wieso? Ich habe das Gefühl, ich sollte was sagen. Aber ich habe Angst, dass es falsch rüber... Die Z... So. Marissas nächster Bohrturm wird viel Land zerstören. Worauf warten wir dann noch? Durchbrechen wir ihre Tore und schnappen uns diesen Winzling! In die Basis kommt keiner rein. Die Ikran sind der Tod von oben. Seht ihr die Türme? Sie schießen uns vom Himmel. Denkt ihr, dass nicht einmal die Seswa das Lager stürmen können? Mein Volk weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. In der Einheit liegt die Kraft. Aranahe, Seswa, Kametire und Sarentu. Wir können die Basis nicht frontal angreifen. Aber Mirsa hat einen Schwachpunkt. Priya? Mirsa hat eine neue Technologie. Seht ihr diese Sensoren? Das ist ein Sonarverteidigungssystem. Klingt gruselig und ist es auch. Ist aber auch ungeschützt. Eine Schwachstelle. Wie dumm, oder? Wenn jemand hochfliegt und sie manipuliert, kann Alex sie hacken. So können wir den Bohrturm lahmlegen. Ich kenne sie. Übernehme das. Dann fliegen wir mit dir. Danke. Aber je weniger Leute, desto besser. Und wenn du scheiterst? Haltet eure Leute bereit.
Das wird ein langer Flug. Bereite deine Ikran vor. Sie wird alle Kraft brauchen. Die RDA überwacht sicher die Sensoren. Triff zuerst alle Vorbereitungen, okay? Und sei einfach kampfbereit. Ich weiß, das bist du. Aber nur für den Fall. So. Es fehlt mir einfach, schwimmen zu gehen. Man muss eben begreifen, dass für jeder Tümpel irgendjemandes Wasserstelle ist. Ja, mit ein paar Natterwölfen zu planschen, könnte stressig werden. Ja, das war er. Wo ist denn der andere? Der wollte auch immer diese anderen Sachen da haben. Alma hat gesagt, ich soll mir ein Hobby suchen oder so. Ein vernünftiger Vorschlag. Hast du schon irgendetwas im Sinn? Ich rede mal mit Jim. Seine Holzarbeiten sind echt gut. Scheint, als ob die Welt untergeht. Zurück. Es ist witzig. DRP war mal alles, was wichtig war. Jetzt kommt es mir vor wie ein Traum. Bevor John so wurde wie jetzt. Wie konnte das alles so schief gehen? Es lief alles perfekt. John mit seiner Vision und ich als Stern in der Wissenschaft. Zusammen unaufhaltbar. Wollten alles anders machen. Wir wollten Navi und Mensch gleichzeitig helfen. Zusammen. Opfer mussten wir alle bringen. Einige. Ihr letztes. Aber die Wissenschaft, der Fortschritt. Wir taten, was wir für richtig hielten, um TAP umzusetzen. Und jetzt ist er. Hier, meine Warin. Ja, ja, das ist genau das, was ich sehen will, Meister. Wie viel habe ich denn? Oh, nur 2 Stück, ey. Ja, der schwere Bogen, ne? Das ist es natürlich. Hervorragend. Nicht genug RDA-Dienstpläne, ja. Gut. Gib Acht. Natürlich. So. Ja. Lieber die Bögen als der Heimatbaum. Aber das macht es nicht besser. Das war ein riesiger Verlust. Dann würde ich sagen, da wir ja 17 jetzt... Bin ich jetzt bei 17? Da fehlt jetzt ganz wenig, ne? Dann muss ich mal eben ein gehen wir da mal hin. Vielleicht kann ich da ja mit Klangunst mir noch was holen. Was dann Knorkels. Du musst lernen. Wovon kann ich mich trennen? Ja, alles rot. Shit. Na komm schon, geh einer auf 17. Hallo? Ja, das war klar. Oh, da fehlt wirklich nur so ein kleines Stück fehlt da nur. Ja, die kann ich alle nicht nehmen. Kann's alle vergessen. Was der geht? Ja, cool. Okay, dich. Das behalten wir ja mal in der Hinterhand hier. Hervorragend. Bleib da mal wachsam. Meister. Sprechen. Hä? So viele von uns sind noch immer nicht in die Höhlen zurückgekehrt. Ja. Sieh dich in den Höhlen, in den Lagern oder im Wald um, damit sie den Weg zurückfinden.
So, dann gehen wir nochmal zu ihr. Tess! Alex hier! Anka hat mich zum Aussichtspunkt gebracht. Ich sollte in der Nähe der Sonargeräte sein. Kannst du mich hören? Höre dich laut und deutlich, Alex. Ausrüstung bereit zum Hacken des Netzwerks. Sobald du das Signal stören kannst. Und wir haben extra Munition dabei. Ich war nicht dabei. Die Koordinaten. Doch die Sarentu hat die Zerstörung der Bögen der Feierlichkeit mit angesehen. Die Blumen leuchten so kräftig. Wie gerne würde ich meine Maske abnehmen, damit ich sie riechen kann. Ich muss später wiederkommen und mir welche holen. Ich wurde mal erwischt von Mokasa. Sieh dir meine Waren an. Aha. Ja, und genau das. Ach, das schaffe ich ja gar nicht, die Wurst vom Teller, wa? Okay, dann gehe ich wieder zu ihm zurück, da kann ich mir dann was gönnen. Lass dein Licht lodern. Ach so, ja, nee. Hallo? Ey, hier bei rumdrängeln oder was? Hat neuerdings. Wovon kann ich mich trennen? Jo. Hä? Boah, naja. Ausrüstung ist voll. Bald. Ey, das geht mir auch so langsam hier auf die Nüsse. So. Was kann ich denn wegmachen? Das kann weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Kann auch weg. So. Ich kann uns später Farmtee machen. Darf ich das jetzt kaufen? Wovon kann ich mich trennen? Hä? Ausrüstungsteilebeutel ist voll. Hä? Ey, sag mal, Omega, ey, du gehst mir jetzt echt voll auf die Nüsse. Sie gewarnt, als die Bäume brannten. Nun sind die Felsen Staub. Ey, das ist aber auch echt Mord, kann ich mich trennen? Darf ich jetzt? Ah. So. Mein Gott. Also, ich war nicht dabei. Bis bald. Die Sarentu hat die Jo. Bis denn, Kohle, ne? Hoch rein. So. Level 17. So, das, was wir haben sollten, haben wir jetzt. Mit angesehen. Ja. Vielleicht gehe ich morgen Moos sammeln.
bring mir was mit, wenn du gehst. Mein Schlafbereich braucht Frisches. Knorke. So. Ich muss... Wohin hin? Da. So. Jetzt geht's los, Alter. Jetzt geht's in die Mission. Alter, eine halbe Stunde nur rumgedödelt und nichts geschafft. Kann es losgehen? Die Krankheit kehrt neuer Lebenshauch zurück. Ja! So. Ha, und gleich richtig. Ja, dann fliegen wir da mal hin. Ganz entspannt, also nichts hier auf Stress oder so, voll auf volle Kanone. Ja, ich bin gespannt, wie lange das jetzt dauert, weil wir müssen ja das jetzt ausschalten und dann, so wie es aussieht, müssen wir ja eine Hauptbasis zerstören. Also das könnte dann wieder dauern. Ja, also ich rechne schon mal wieder mit einem 2-Stunden-Video. Ja, und die letzte Mission, da rechne ich auch so 2, 2,5, 3 Stunden-Video. Weil ich denke mal, da geht es dann voll ab. Ich denke nicht, dass das einfach wird. Aber da mache ich dann wahrscheinlich ein schönes langes Video, weil ich will ja dann, wenn ich dann durch bin, im nächsten Video will ich dann auch noch ein Fazit machen. Ich will mich ja dann noch upgraden. Ich will alle Skill Points, will ich dann ausgeben. Ja, wie das denn halt eben denn so ist, ne? Dann gucken, was die so an Level haben wollen. Alex, ich sehe sie. Die Sensoren. Perfekt. Siehst du die Kappe oben auf den Sensoren? Sie hat eine Schutzhülle. Kriegst du die auf, bekomme ich Zugang. Ja. Wow! Ja, jetzt noch Honor springen, hast gewonnen. Das ist es. Okay, warte. Ich hänge mich an das Signal von Sid dran. Bleib beim Sensor, okay? Hoffentlich klappt das. Keine Sorge. Ich habe vollstes Vertrauen. Bin drin. Okay, zum nächsten Ballon. Den da hinten? Nee. Ich nochmal. Siehst du diesen furchtbaren Funkturm? Dort ist die Munition. Schien am einfachsten. Ja, ja! Ah, geh mal dahin. Mach mal dies, mach mal das. Mach mal das kaputt. Ja, komm, reiß da mal eben den Kopf ab. Oh, das war verkehrt. Mach wieder drauf den Kopf.
Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir... Oh. Oh. Da geht's nämlich schon los. Ich glaube, ich mache jetzt schon das Fazit, war besser wieder nicht. Ich nochmal. Siehst du diesen furchtbaren Funkturm? Dort ist die Munition. Schien am einfachsten. Ja, das fängt ja schon lustig an, ey. Das ist ja schon wieder richtig lustig. Fand ich auch so geil. Da muss sie erstmal eine halbe Stunde laden und dann überlegt sie, oh, schieße ich jetzt, schieße ich nicht? Na komm, ich schieße lieber nicht. Ich lass mich lieber tot gehen. Jo. Ah, das wäre auch sonst zu einfach, ne? Ja. Na komm, Püppi. Nun. Ist für mich geschafft. Ich bin durch. Hab keinen Bock mehr. Ja, tut mir ja leid, Leute. Also, ja. Geht schon wieder gut los. Ich brauche Nuklearsprengkopf. Sonst schafft man das nicht. Dort ist die Munition. Schien am einfachsten. Zweiten. Super! Dann
stören wir mal die RDA-Sensoren. Ja, gut, geschafft das Spiel, wa? Cool. Also. Siehst du diesen furchtbaren Funkturm? Nee, sehe ich nicht. Das ist die Munition. Schien am einfachsten. Oh, ey, geht mir doch das auf die Nüsse, ey. Springe ich gleich von der Plattform runter, fertig. Keine Lust drauf. Schließe ich kaputt, springe runter, bin weg, fertig. Bis dann. Wo kommen die denn angeflattert? Die kommen doch irgendwo von hier unten. Das ist wieder so eine Mogelpackung, ne? Hier unten ist nämlich gar nichts. Nee. Hab das Signal verloren. Bist du noch beim Ballon? Kein Signal. Du bist zu weit vom Ballon entfernt. Mann, Mädchen, du sollst schießen. Mein Gott, ey. Das ist jetzt blöde. Kein Signal.
Signal. Okay, bleib da. So geil. Soll das jetzt die ganze Zeit so gehen? Du hast Hunger, hä? Huh? Dann muss ich mich erstmal erholen. Oh, das geht einen auch wirklich auf die Nüsse, ey. Dann greifen die dich von allen Seiten an und du weißt gar nicht, worauf du schießen sollst, so schnell. Also, ja. Das ist aber auch schon wieder eine Mission, die wirklich zum Melken ist. Was wird mir hier denn jetzt wieder angezeigt? Oh, Leute. Nee, ich will hier nichts installieren. Ich will hier jetzt in Ruhe meine... Schießt sie damit einmal mit irgendwelchen Dingern durch die Gegend. Bin am nächsten Verbund. So weit, wie es läuft. Boah. Boah, Magga. Ja, genau. Boah, ich sag ja, ich glaube, ich mache hier gleich ein Fazit, Alter. Am nächsten Verbund. So weiß, wie es läuft. So. Wieso sind alle Dinger hier fast aufgesprungen? Die haben sich echt ins Hirn geschissen, ne?
wir ja nicht alle hergeflitzt mal so schnell. Jetzt bin ich hier drüben. guck mal, immer wenn Papa böse wird, ne? Ah, dann klappt das mit einmal komisch. Erstmal schön Muni einsacken. So ist das richtig. Nee, das machen wir mal automatisch. Da hat Papa ja nun gar keine Lust zu. Also ist das nicht gut. Ey, mir schwant ja Böses für die letzte Mission, ne? Da muss ich mich upgraden ohne Ende. Ja, nix, nix. Da ist mein Ikran. Es geht ab hier. Bin ich doch jetzt direkt auf der anderen Seite, nur halt eben. So. Ich nehme mal meinen Spezialbogen. Zeigt ihr mir das jetzt hier? Ja. Keule. Komm. So.
Ja, gerade wenn man nicht so viel Platz hat, ist das ein bisschen... Ja. Bisschen doof. Wow! Ja. Das Tolle ist, ich komme hier jetzt, denn ich muss den Ikram benutzen, um hier wegzukommen. Nee. Außer ich kann mich unsichtbar machen. Das ist jetzt, aber wenn man jetzt erstmal weiß, wie es geht, dann ist das gut. Aber wenn man erstmal so... Ganz dahin, ja, komm. Gut. Oh Mann, nee, du, eine Stunde schon wieder am Rumzocken, du. Ich flieg da jetzt direkt drauf zu, ne? Machen wir anders. Komm, bevor ich den ganzen Weg dahin fliege, machen wir eine Schnellreise dahin. Ich fliege mit dem Ikran jetzt zu dem anderen kleinen Basisgeschmopfe. Moment. Ich fliege hier hin und ab da laufe ich dann. Dann kann ich mal eben das kleine Ding da übernehmen und fertig. Der läuft. Sofern ich denn nicht abgeschossen werde. Nee. Nee.
Und weil es so schön war, sehen wir noch. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Da ist sie. So, ich muss, ja, ich muss darüber. Hier ist die Basis. Ja, komm, okay, das können was werden. Ja! So, bevor ich nämlich jetzt an der Basis einen Bogen fliegen muss und dann dahin, kann ich da so mal nicht. Das geht schneller. Weil ich denke, die haben auch so Flugabwehrgeschosse. Spare ich mir dann doch lieber das Abschießen. Und gehe dann gleich da auf den direkten Weg. Ich lach mich tot, wenn da jetzt keine Flugabwehrgeschosse sind, ey, denn... Ja, komm, aber dann können wir wenigstens mal eben das kleine Zelt da in Empfang nehmen. Und dann ist das alles goodi. So. Ein bisschen mehr. Ja, ja. So. Das dürfte reichen. Da jetzt müsste irgendwo das Zeltlager kommen. Mit dem, das kleine Zwischenlager. Jetzt sag nicht, das ist da irgendwo in den Bäumen drin. Kann man auch nicht sehen. Weil da die schönen dicken roten Bäume sind. Machen die Vögel da oben? Machen die denn da? Mal eben auf die Karte gucken. Oh, ich fliege gerade dran vorbei. Das soll jetzt direkt vor mir sein. Bis dann. Oh, Reine. Na, da ist es doch. So. Schön. Ja, das ist gut. So, das haben wir übernommen. Ich könnte da hier auch eigentlich quer durch den Wald wetzen. Ey. Komm ja, mache ich jetzt einfach mal. Wenn ihr so, schnell da. Sehen könnt, dann seid ihr verloren. Egal, ob der Pfad 3 oder 30 Schritte entfernt liegt. Schön, eine wie dich hier zu sehen. Cool, ne? Finde ich auch. Warte, noch eine? Ja, hier sehen. So. Komm, gib Gummi. Dafür ist sie zu dick. Da muss ich lang. Gut. Ja, dann komm. Alex, du hattest recht. Bin in der Anlage, ist aber dicht. Suchen wir den Schlüssel. Elektronische Schlösser. Schalte alle Generatoren aus.
Ach du Schande. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier was finden, wo ich durch kann. Durch. Komm! Ja toll, jetzt ist das Signal Ja gut, einfach kann jeder, ne? Thank you.
kommt nicht weit. Versuch gar nicht erst, dich zu verstecken. So. Boah, der zappelt aber rum, du. Ab nach Hause mit euch. Dieses Ding spielt mit mir. Ja, tut mir leid, dass das hier alles so ein bisschen länger dauert, aber ja. Komm schon, wo steckst du? Wo hast du dich verkrochen? Wo steckst du? Verdammt! Na, das ist nicht mal ein Glücksschuss.
ein langweiliger Kampf. Alex, ich komme hier nicht durch. Ich glaube, das Wasser steht unter Strom. Sind Hochleistungsaggregate in der Nähe? War sowieso ein langweiliger Kampf. Keule, du lauf weiter da. So, Ruhe. Und jetzt? Ei. Ach, das ist ja jetzt blöd.
Gut, der Strom ist aus. Und nun zu den Schlössern. Ohne Strom sollten sie kein großes Hindernis sein. Ja, tolle Wurst. Also muss ich denn doch hier runter? Ich muss da runter. Nee, das nicht. Durchbrochen. Pennt ihr alle? Ey, hallo. Was geht denn jetzt ab? Nee, das machen wir automatisch. Oh, das ist es, ne? Oh. Oh Mann, du. Das ist aber auch ein Gefummel und Gemache hier, du. Trotz eurer Mühen haben wir Eindringlinge auf dem Gelände. Fahrt das System runter und verriegelt die obere Etage. Sicher, ich finde das Ding! Gestern einfach abgehauen sind. Hab gehört, dass es hier nicht so viele Navi gibt. Wenn ich meinen MPA aufgeben müsste, würde ich kündigen. Ihr sollt mir eine Medaille geben, weil ich so viele Blaue erlegt habe. Ja, das ist ganz schön cool. Ich kann eine halbe Tonne heben und einen Tanator umhauen. Meinst du erst dort? Wenn, dann im Kontrollraum. Ich gehe dorthin. Warte, du weißt nicht, was dich erwartet. Ich passe auf. Stopp! Warte kurz. Er könnte auf dich warten. Du weißt, wozu er fähig ist. Ich kann nicht noch jemanden verlieren. Das wirst du nicht. Alles wird gut. Ich hoffe es wirklich. Wir müssen den Bohrturm stoppen. Ich nehme den Schacht. Das erwartet er nicht.
Okay? Es gibt kein Zurück mehr. Hä? Welchen Schacht? Hä? ja, klettern wir hier hoch. Das altbewährte. Wieder von A nach B klettern. Moment. Cool. Achso. Moment, das kann ich auch anders machen. Warte. Ey, komm, da ist jetzt, finde ich, aber auch die guten Sachen, ne? Hä? Was hast du? Ach so. Immer das gute Zeug. Oh. Wundervoll. Endlich ist die Familie wieder vereint. Ein Traum. Warum hilfst du ihm? Warum ist er dir noch wichtig? Taylan ist schlau. Er schlägt sich auf die Gewinnerseite. Was tust du? Nein, bitte! Du bist eine Enttäuschung. Deine Schwester hatte mehr drauf. Ein Jammer, das ist nicht geschafft. Er sagte, niemand wird verletzt. Es gab Tote, Daylan. Wir sind doch Familie. Ich wollte doch nur, dass das Kämpfen aufhört. Ist mir egal. Und Mercer kümmert es auch nicht. Du gehörst nicht zu denen. Diesmal krieg ich dich. Überlass das den großen Taylan. Komm schon. So, nun kann ich mich ja äußern. Was für ein kleiner, blöder, kleiner Scheißer, der nicht sieht, dass er für die Verkehrten irgendwie da so da was macht. Aber na gut. Ey, komm, ne? Läuft ja.
So, dann gehen wir mal da hinten hin. Also wenn ich die Chance habe, mache ich den weg. Ganz einfach, ne? Strafe muss sein. Da hinten muss ich hin. Kann ich da rüber springen? Da muss ich hoch. Ach, ist das doof. Komm. Ich hoffe, der landet hier auch. Ja. Ah, dann landen wir mal da unten. Drei Leute stehen da auf meiner Liste, die weg müssen. Einmal der junge Popel, der mich jetzt gerade in die Scheiße geritten hat. Dann die andere Tante mit der Knarre und einmal dieser Mörser, oder wie der heißt. Also drei, ey komm, ne? Ey, der müssen jetzt alle bluten, komm. Papi ist böse. Ist das jetzt eigentlich immer noch eine und dieselbe Mission? Die verborgene Schwäche, jo. Ja, mal zu, ne? Okay. Sie haben uns fast erwischt. Hörst du mich? Fast da. Bleibt in Deckung. Wir sind hinter dem Wasserfall. Aber sie kommen näher. Beeil dich, bitte. Ich bin doch hier auch. Wo? Hä? Oh, ihr seid aber auch blöd. Sicher, ich finde das Ding! Auf dem Weg zur Position! Auf der Suche nach Feinden! Ich kann mich ja upgraden, ne? Die Maske da oben, das ist ja auch schon wieder was Schönes. Aber das mache ich gleich. Da oben schon wieder. Alter, oben schon wieder Rambozambo. Sicher, ich finde das Ding. Ja, wie? Ja, aber wirklich.
Bin hier nicht allein. Dauert nicht lange. Mann. So, nicht, dass der mir in den Rücken fällt und ich hier voll den Rambozambo mit dem Flammenwerfer fregel habe. Nee. Und da steht ja noch einer. Noch rechtzeitig. Fast hatten sie uns. Für nichts und wieder nichts. Konntest du beim Hacken was rausfinden? Überhaupt nichts. Was jetzt? Das war's, oder? Das Ding bohrt sich durch ganz Pandora. Fangen wir an zu packen. Vielleicht nicht. Ich hab im Kontrollraum einen Datenträger gefunden. Daylan gab ihn mir. Daylan? Er war da? Ich wusste, da ist was im Busch. Bria sah ihn nach dem Angriff von Mercer flüchten. Er hat das getan? Er wollte niemanden verletzen. Er hat Mercer blind vertraut. Trotzdem, es könnte eine Falle sein. Ein Tracker. Wir haben keine Wahl mehr. Und wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben der RDA auch früher einmal vertraut. Der Krieg raubt uns den Verstand, hm? Priya soll sich das ansehen. Vielleicht war es keine komplette Zeitverschwendung. Coole Ausrüstung.
Von Raj? Ja, Samson muss wirklich mal überholt werden. Ja, dann warten wir mal, ne? Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Habe ich noch nie gemacht, am Lagerfeuer geschlafen. Das war jetzt das erste Mal. So, immer noch die verborgene Schwäche. Was war drauf? Hilft es uns? Hängt von deiner Definition von helfen ab. Rinella sieht ihn sich auf dem Holotisch an. Sie... sprich mit ihr. Ja, sauber. Sauber, sauber, sauber. Klangunst gekriegt. Cool. Hervorragend. Neue Quest. Die finale Quest. Wie hieß sie jetzt noch? Der letzte Schlag. Ja, da brauche ich natürlich jetzt Level 18, ne? Das ist natürlich jetzt blöd. Gut, ich bin Level 17. Die Gegner, die Level 18 sind, die machen natürlich mehr Schaden als wie meine einer, ne? Aber na gut. Das... Gut. Nichtsdestotrotz, geschafft, wieder fast 2 Stunden. Ich gehe davon aus. Ich will jetzt. Ja, aber es wird wahrscheinlich verkehrt sein, keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass die letzte Mission, die ich jetzt den gleich auch noch daddel, und dann bin ich damit durch, dass die wohl so an die 2-2,5 Stunden geht. Weil ich mache dahinter dann noch das Fazit. Weil das will ich... Oder mache ich das extra? Ach, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Es kommt darauf an, wie lange ich für die Mission brauche. Ne? Für die allerletzte. Und ich sag mal... Einfach wird es wohl nicht werden. Weil ich muss die Tante erledigen. Und ich muss Mercer erledigen. Also das sind 2 Endgegner. Wenn die mich dann wieder quer über die ganze Karte schicken, dann kann es sein, dass das Ding vielleicht über 2 Stunden geht, vielleicht 2,5, 3 Stunden, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da muss man dann letztendlich dann mal abwarten. Ja, gucken. Nee, ich mach das anders. Ich daddel die nächste Mission morgen früh. Wenn meine Tochter im Kindergarten ist, kann ich schön daddeln und dann passt das. Na, dann kann ich schön die letzte Mission einmal richtig nochmal abzocken, dann mache ich da noch ein schönes Fazit, denn für euch, ob sich der Kauf nur lohnt oder nicht, ob das Spiel komplett scheiße ist oder ja, ob man das eigentlich sich überhaupt kaufen sollte oder was auch immer, das werde ich dann im nächsten Video dann beschnacken. Von daher belassen wir das jetzt erstmal so. Ja, würde ich sagen. Dann könnt ihr euch schon mal riesig auf das Finale freuen, was jetzt kommt. Da bin ich jetzt echt gespannt, was da jetzt voll der. Vielleicht haben wir auch einen Cliffhanger zu den anderen Spielen. Mal gucken. Und. Nee, das spielte nach Teil 2, ne? Das Spiel. Ach, ich weiß das schon gar nicht mehr. Müsste ich mich jetzt echt nochmal schlau gucken. Ich mache mich morgen nochmal schlau und dann passt das schon. Morgen vor allen Dingen, ich habe denn beim letzten Video habe ich den jetzt vor, jetzt siehst du, jetzt sage ich das ganz am Ende. Ich habe vor, mich komplett abzugraden, also ich werde alle Skill Points verbrauchen. Ich werde versuchen, mir nochmal die besten Sachen zu lungern, so dass ich vielleicht doch noch Level 18 schaffe. Ja, und wenn es dann halt eben nicht Level 18 ist, ja, dann ist es so. Ich habe jetzt aber auch keine Lust mehr, hier irgendwelche Nebenmissionen zu machen, um mir Klangunst zu erarbeiten, sag ich mal, und mir dann die ausgezeichneten Sachen zu holen. Habe ich so jetzt keine Lust mehr zu, auf die Nebenaufgaben. Dafür habe ich einfach zu viele Nebenaufgaben gemacht, hier den Planeten säubern und also ein Tüdelkram.
Von daher, nimmt mir das nicht übel, aber dann werde ich da mich richtig upgraden. Ich werde alle Skillpoints da mal so investieren, was für mich so wichtig ist. Weil ich glaube, ich habe so den einen oder anderen Skillpoint habe ich mir schon zusammengesammelt. Ich werde wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, bin ich fast bei 27 Fähigkeitspunkte. Naja, gut, 25. Ich habe jetzt 25 Skillpoints, die ich hier denn jeweils auf die Dinger hier verteilen kann. Ihr seht ja, ich habe nicht gerade viel abgegradet überall. Gut, hier habe ich 6 von 9. Okay, das ist viel. Und ihr seht ja mein aktuelles Hauptlevel. Also ich bin gerade über, ich habe jetzt gerade 17 gerade so erreicht. Also ich habe jetzt ein kleines bisschen mehr. Über 17 bin ich jetzt gerade ganz knapp. Und da bis nach 18 zu kommen, ey, da muss jetzt aber ganz schön, entweder finde ich da noch was, oder ich kann mir da noch irgendwas mit Clan-Gunst holen. Aber ich glaube mal nicht, dass ich da so viel Glück haben werde, dass ich da auf 18 komme. Ich werde es vermutlich auf Level 17 durchspielen müssen. Sprich, ich werde ein bisschen schwächer sein, als was da angegeben ist. Aber ich bin ja dann sowieso ja dann schon Level 17, habe schon gute Waffen. Das sollte denn schon machbar sein. Also, ja, gut. Na, ja, so viel dazu. Dann wisst ihr schon mal, was ich vorhabe. Also, das könnte denn echt das letzte Video, das könnte jetzt denn echt ein Knacker werden. Also, rechnet mal mit 2,5-3 Stunden das Video. Dass ihr da Bescheid wisst. Na, gut, alles klar. Dann hören und sehen wir uns in einem allerletzten finalen Video mit Fazit. Bis dann. Ciao, ciao.